Hallo und herzlich willkommen zurück zur 6. Ausgabe von This War of Mine. Wir steigen direkt ein und beenden diesen tristen Tag, an dem Philipp und Jan sich gar nicht einigen konnten, wer sich mehr Vorwürfe machen soll. Wir sehen, dass in dem Quiet House wirklich kein Essen mehr ist, sondern nur noch Mats und Parts. Ist natürlich trotzdem gut, also ist relativ einfach zu holen. In die Garage, weiß ich nicht, soll ich da schon reingehen, auch wenn ich da echt leicht verrecken kann? Der Gripped Squad. Da habe ich gar kein Essen, aber Materials. Hier gibt's lots of food in dem Abandoned College. Ich glaube, da gehe ich hin. Dann gehe ich jetzt da ein. Da laufe ich nicht Gefahr, glaube ich, jemandem zu begegnen. Und ich glaube, ich schicke Jan wieder los. Ich lasse Phil diese Nacht mal schlafen und Alex hält diese Nacht mal Wache. Machen wir es so. Ich habe mir gar keine neuen Lockpicks gebaut. Sehr schlau. Jetzt zu spät. Dann gehe ich einfach mal so los. Mal gucken, was ich da holen kann. Das ist wirklich nicht so intelligent gewesen. The looters must have been in a hurry. There's still a lot of stuff left. Ja, das ist doch schön. Ich meine, Essen wäre auf jeden Fall toll, aber wenn es nichts gibt, dann gibt es halt nichts. Warum sehe ich da ganze Zeit zum Klopfen? Da ist nur eine Ratte. Das Ding kriege ich nicht auf, das heißt, ich muss jetzt durch den Keller erstmal da rein. Und kann es hier unten nochmal weitersammeln. Aber wir sehen jetzt schon, ich habe relativ viel, schon jetzt relativ viel Materialien zumindest gesammelt. Also, ist schon mal ganz gut. Und wenn morgen der Händler kommt, dann reicht es ja vielleicht schon für den Rainwater Collector zum Beispiel. So, mal gucken, was wir hier jetzt noch haben. Ja, ja, du kleine Ratte, ich weiß schon, wer du bist. Da ist ein Kühlschrank, aber da ist nichts drin, wie wir jetzt schon sehen können. Also super nervig. Hier ist noch ein Schränkchen. Oh, Kaffeebohnen. Deswegen gut, weil ich habe ja anscheinend keinen mit irgendeiner Sucht. Das heißt, die kann ich gut verprassen, ne? Aber, ich weiß es nicht. Nehmen wir mal lieber diese wertvollen Einzeldinger mit. Alles andere kann ich ja beim Händler immer noch verkaufen. Immer noch kaufen. Also die Materialien sind ja relativ günstig bei ihm. So, dann machen wir jetzt erstmal die Tür hier von innen auf. Dann können wir im Zweifel zwar auch leichter fliehen. Aber ich hoffe doch jetzt mal, dass hier nichts los ist. An den Kühlschrank kann man ja doch ran. Sehr schön. Was haben wir hier noch an Materialien? Auch nicht schlecht. Da können wir wieder ein bisschen Story erleben. Ein Familienfotos von Eltern mit ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht aus wie ein Bär. Alles klar. Ja, es sind Details wie diese, die einem dann ja irgendwie ans Herz gehen oder ans Herz gehen sollen. Hier gibt es Essen, das ist wunderbar. Ja, worauf verzichte ich jetzt hier am ehesten noch? Gunpowder. Und dafür hole ich mir das Wasser hier mit. Wasser ist geil. Zucker ist natürlich auch geil, aber ich glaube, dass ich eh nicht so viel Wasser habe. Das heißt, ich kann jetzt auch eh nicht so viel Zucker herstellen. Das muss also so viel Moonstill damit herstellen. Das muss also erstmal reichen. Schauen wir nochmal, was es hier so gibt. Oh Gott, gibt es hier viel Materialien. Das ist ja ein einziger Traum. Oh Gott, die Mechanical Parts hätte ich echt gern dabei. Das heißt, ich lasse die Shell Casings jetzt doch mal hier und nehme stattdessen das hier mit. Die sind leider echt selten. Hier haben wir nochmal eine Art von Kommode. Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Dann habe ich sie alle erschossen. Ich will aber die Pistole nicht mehr benutzen. Sie ist zerbrochen und im Hinterhof begraben. Tja, da können wir gleich mal gucken gehen. Und er sagt noch, bitte don't look for me. Das heißt, der Bärmann scheint auch einfach nicht mehr im Leben zu sein. Ja, krasse Scheißgeschichte.
Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal da rein. Nee, da ist auch niemand mehr. Da ist nochmal so eine Wandbemalung. Ja gut, ne, dann würde ich sagen, ich versuche mich mal hier durchzugraben. Habe jetzt natürlich meine Schaufel nicht mitgenommen, aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Das dürfte ich in dieser Nacht also schaffen. Und kann dann nochmal gucken. Vielleicht finde ich ja diese zerbrochene Shotgun. Die kann ich dann zwar, also die würde ich jetzt noch nicht mitnehmen, aber ich merke es mir schon mal und kann sie dann in der nächsten, in meiner nächsten Tour holen. Und kann mir davon dann eben eine Shotgun bauen und auch bald eine Pistole. Das wird wirklich super wichtig, wenn die Raids härter werden. Das heißt, wenn diese Raider eben zu Hause bei mir eindringen, dann werde ich diese Pistole und sowas eben gut gebrauchen können. In meinem ersten Durchgang habe ich auch hin und wieder mal eine Pistole mitgenommen auf Raubzug. Und habe auch mal versucht, jemanden zu erschießen damit. Aber das ist so schief gegangen und dabei ist eben mein eigener Typ draufgegangen. Dass ich jetzt eigentlich, wenn überhaupt später, wenn ich dann in gefährliche Gebiete vordringe, eigentlich nur das Messer mitnehmen werde. Und mit dem Messer dann eben, versuchen werde, mich durchzuschlagen und hin und wieder vielleicht einen Stealth-Kill zu wagen. Also mit dem Messer kann man sich eben dann auch in so Nischen reinstellen und verstecken und sich dann von hinten an jemanden ranschleichen. Mal gucken, ob ich es überhaupt brauche. Also theoretisch kann man sich auch eigentlich überall durchschleichen. Die Charaktere, also die gegnerischen oder feindseligen Charaktere, haben in der Regel auch eine Art Laufroutine. Also die sind schon so eingestellt, dass sie zwischendurch auch mal wegrennen. Ja, in den Backyard komme ich nicht, aber hier ist eben ein Schrank. Alles klar, dann muss ich damit jetzt wohl leben, dass ich da jetzt nicht raus kann. Oder vielleicht war das hier auch der Hinterhof und... Ach so, jetzt kann ich die Shotgun hier erst aufsammeln, weil die da begraben war. Weapon Parts und Broken Pistol. Ach, er hat ja auch Gun gesagt, nicht Gewehr, ne? Ja gut, ich habe ja schon einen Broken Pistol Teil dabei gehabt, aber ich glaube, dann nehme ich das doch lieber mit. Weil Pistole kann ich auch nur falls nochmal verkaufen. Und komm, dann lassen wir die Bohnen hier und dann können wir vielleicht eine Pistole bauen gleich. Machen wir es so. Und in der nächsten Nacht hole ich mir den Kram dann wieder. Ja. Das war's also mit dieser Nacht. Mal gucken, ob zu Hause auch alles sicher geblieben ist. Tag 9 bricht an. Ich sollte mir auch langsam ein Radio zulegen. Ja. Es war auf jeden Fall eine Nacht, die eher mit meinem Gewissen vereinbar war. Und wir sehen, es ist nichts passiert. Super. So, Jan kann sich erstmal schlafen legen. Alex auch, der hat ja die ganze Nacht Wache gehalten. Und dann schauen wir doch mal, was sich tun lässt. Wir sehen, dass Phil sich jetzt hier erstmal hinsetzt und ein gutes Buch genießt. Dieser Charakter sieht leider auch irgendwie gar nicht aus wie Jakob, aber er hat halt eine Mütze auf und kommt auch Jakobs Foto am ehesten entgegen. Aber habe ich mich irgendwie ein bisschen vertan. Gut. Also, was können wir wirklich bauen? Wir können Rainwater Collector bauen, das ist schon mal schön. Wir checken mal eben, ob ich den Shop hier ausbauen kann. Immer noch nicht, mir fehlen immer noch Components. Komm, dann bauen wir diesen Collector jetzt erstmal einfach. Dann haben wir es halt, dann haben wir das Ding hier stehen und dann gucken wir weiter. Wir packen ihn direkt neben den Ofen. Das ergibt zwar überhaupt keinen Sinn, aber das ist dem Spiel ja sowas von egal. Und dann habe ich hier so meine Arbeitsebene. Eine Tierfalle wäre, wie gesagt, auch super. Gerade später im Spiel kann man dann im Prinzip auch eine gewisse Form von Selbstversorgung erreichen. Das heißt, ich setze mir dann so eine Falle hin oder wenn es geht sogar zwei, dann kann ich da jeden Tag oder alle zwei Tage ein zum Beispiel Raw-Food-Stück reinlegen und kann dann immer zwei Food-Stücke sammeln. Das ist also ganz cool. Ja, Wasser kann ich jetzt noch nicht sammeln, weil ich keinen Filter habe. Und um Filter zu bauen, brauche ich Component-Parts. Das ist leider so der Deal. Aber jetzt im Moment brauche ich ja eh kein Wasser. Das heißt, ich lasse Philipp mal kurz das Lesen unterbrechen und den Handel mit Franco beginnen. Ja, was hat Franco dabei? Wunderbar. Components ohne Ende. Wir kaufen jetzt ihm erstmal alle Components ab, so viel wie es geht. Und bieten ihm dafür Boost an. Toll. Der scheint gar nicht so sehr auf Alkohol zu stehen. Tja, was haben wir denn sonst im Angebot? Ich könnte dir... Ja, ich habe ja gar nicht so viel zum Handeln. Oh, scheiße. Ja gut, trotzdem, nimm das Boost, nimm die Kaffeebohnen,
Nehmen den Fertilizer. Ach, ja, immerhin. Haben wir das schon mal hinter uns? Gucken wir mal, wie viel mir jetzt hier noch fehlt. Wood brauche ich, denke ich, ne? 14 Woods und einen Mechanical Part. Wie super nervig. Macht 16, das heißt, ich brauche, das müsste reichen, aber was kann ich ihm dafür geben? Und ich bräuchte auch noch einen hiervon. Gott, oh Gott. Ich habe eigentlich nichts mehr zum Abgeben, außer vielleicht das Messer, aber das will ich nicht abgeben. Ich könnte ihm natürlich meine Bandage geben, im Moment brauche ich sie einfach nicht. Ich bin ja nicht verwundet und später kann ich im Krankenhaus eigentlich super viel klauen. Ach, guck mal. Dann machen wir das doch so. Sehr geil. Wir bauen den Workshop jetzt erstmal hier aus. Ich lasse Franco jetzt ein bisschen warten und gucke ich gleich, ob ich vielleicht noch irgendwas bei ihm kaufen kann, was ich für diese Säge brauche. Ich glaube nämlich, für dieses Sägeblatt brauche ich Holz. Aber das schauen wir dann mal. So. Ja, ja, ist ja gut. Geduld, Geduld. So, was haben wir fertig? Ne, ich kann eine bauen. Und ich kann auch eine Pistole bauen. Dann bauen wir doch erstmal eine Säge. Ne, erstmal bauen wir die Pistole. Na, wir bauen die Säge. Ja, du hast den ganzen Tag aufzulügen. Jakob, beeil dich. Der Franco will gleich abhauen. Moment, ich muss erst eine Säge bauen. So einen Helm habe ich letztes Mal gar nicht gebaut. Kann man eben brauchen. Also damit kann man sich besser schützen. Ich glaube, das ist gerade hilfreich, wenn man angegriffen wird. Aber ja, gut. Damit werde ich erstmal leben. Are you gonna trade or what? Ja, werde ich. Ganz ruhig, mein Freund. Diese Gedanken. Was für ein Glück, dass es hier drin nicht so kalt ist. Ach, guck mal, die beiden sind auch aufgewacht. Das ist nicht schön. Someone's at the door. Ja, ich weiß. Danke. Wir können sogar noch eine Säge bauen und auch noch Lockpicks. Aber erstmal brauche ich Lockpicks. Ah, es wäre schon geil, wenn ich noch Mechanical Parts kaufen könnte. Aber, die sind echt... kriege ich nicht. Was kann ich ihm dafür geben? Pistole behalte ich. Ich will lieber noch eine bauen. Fertilizer. Essen gebe ich nicht ab. Ja, komm. Dann stopfen wir uns nochmal voll mit ganz viel Kram. Won't do, ja, dann kann nicht dein Ernst sein. Scheiße, die Lockpicks sind zu viel wert. Dann kaufen wir trotzdem noch die Materialien mit. Ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht dann doch lieber nochmal aufs Wasser gehen. Nein, machen wir es so und so und so. Ja, dann damit kann ich leben, denke ich. Dann beenden wir jetzt auch das Handeln. Danke, Franco, fürs Vorbeikommen. Aber jetzt schlage ich dir die Tür vom Gesicht zu. So, wir könnten noch ein Sägeblatt bauen und eben auch noch eine, ein Lockpick uns holen. Sägeblatt ist wichtig, ich habe ja noch diese Ruined Block of Flats, da kann ich dann rein, sobald das Kämpfen vorbei ist, dann kann ich mir dann noch das ganze Essen holen. Dafür werde ich die Sägeblätter brauchen, das heißt, ich mache mir vielleicht jetzt nochmal ein einzelnes und habe die dann schon mal vorbereitet, einfach für den Fall der Fälle, dass ich es machen kann. Ja, Phil... Wir gucken mal hier, was ist unser nächstes Ausbauziel? Ich könnte den Herd hier oben ausbauen. Ich guck mal eben, was ich dafür brauche. Components und Holz und Mechanical Parts, okay. Ja, machen wir dann. Nehme ich mir mal vor. Und für die Animal Trap brauche ich auch nur. Dann mache ich jetzt nächstes die Trap. Das heißt, ich brauche von allen drei ein bisschen was. Das sollte ja machbar sein. Die sollte ich auf jeden Fall bauen. Dann habe ich hier, gehe ich ein bisschen mehr in Richtung Selbstversorgung. Gut, damit beende ich diesen Tag.
aber auch diese Folge. Denn das war's mit der Ausgabe hier. Wir haben jetzt nicht so viel, noch nicht so viel Neues erlebt, aber jetzt bald ist ja auch ein Viertel unserer Zeit hier im Krieg vorbei, wenn nicht alle vorher sterben. Und wir werden sicherlich noch auf einige feindselige Geschöpfe zwangsläufig treffen. Bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute und auch meinen vier tapferen Überlebenden hier alles Gute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken. Ciao.